Moin Leute, hiermit begrüße ich euch zum neuen Vlog. Wettkampf Nummer 2, Peak Week Nummer 2. Diesmal befinden wir uns ein bisschen am Ende. Heute ist Donnerstag. Heute standen so Sachen wie, oder stehen so Sachen wie Rasieren, Friseur und alles fresh machen auf dem Plan, damit morgen dann noch vernünftig Farbe halten kann. Heute dann noch eine kleine Pump-Session. Zu der seid ihr jetzt dabei. Ich habe gerade schon mal mich ein bisschen aufgewärmt, den ersten Satz gemacht und nehme euch heute ein bisschen mit durchs Training. Training habe ich heute mit dem Rücken gestartet. Wichtig heute im Training ist, dass ich nicht ans Muskelversagen gehe, sondern so kurz vorher aufhöre, wirklich nur den Muskel ein bisschen anreize, ihm das Signal gebe, dass er gebraucht wird, damit die Kohlenhydrate besser aufgenommen werden können. Was mir persönlich super schwer fällt, weil ich immer mit Ehrgeiz ins Training gehe und eigentlich immer wirklich bis ans Muskelversagen bzw. im besten Fall leicht darüber hinauszukommen, um wirklich alles zu geben. Aber heute einfach mal ein bisschen zusammenreißen, Switch machen, damit ich Samstag auch keinen Muskelkater habe. Jetzt geht es gerade weiter mit der Schulter. Mach erstmal ein bisschen Seitheben, dann ein bisschen hintere Schulter, eventuell noch ein bisschen drücken. Ich taste mich jetzt so durchs Training durch und schaue einfach mal, wie sich das Ganze anfühlt. Wie ich euch im letzten Vlog ja bereits erzählt habe, bin ich immer ein Freund davon, mit Listen und Erinnerungen zu arbeiten. Und jetzt habe ich hier noch die Erinnerung auf meinem Handy, Bänder, Equipment einpacken für Samstag. Das mache ich jetzt auch mal direkt, damit das schon durch ist. Was packe ich ein? Ich gehe hier einmal rüber. Hier im Mobility-Bereich habe ich Bänder und so ein Kram. Für Samstag brauche ich was, um mich vernünftig aufpumpen zu können. Dann nehme ich mir drei verschiedene Bänder mit. Einmal ein leichtes, mit dem ich so Schultern, eventuell Arme bearbeiten werde. Bisschen festeres, Arme, Brust, eventuell Rücken und dann nehme ich mir noch ein dickeres Band mit, um nochmal eventuell ein bisschen mehr Druck aufbringen zu können für den Rücken, für Rudergeschichten und so weiter. Und damit sollte dann auch eigentlich, was heißt sollte, damit habe ich alles, was ich brauche, um mich vernünftig aufzupumpen. Die anderen Sachen habe ich schon soweit zu Hause. Das letzte Training für die Peak Week wäre jetzt auch geschafft. Es war heute ein reines Pumptraining für den Oberkörper. Ein paar Übungen für den Rücken gemacht, alle Bereiche durchbewegt, Schultern, Brust, Arme nicht. Dadurch, dass sie gestern nochmal in Anführungsstrichen richtiges Training hatten. Und wie ihr seht, haben wir nebenbei noch ein bisschen Content aufgenommen. Folgt wieder ein Vlog jetzt von der Peak Week. Heute ein bisschen Content, morgen und am Wochenende am Wettkampftag dann natürlich auch. Jetzt nach dem Training erstmal direkt Cereals, Easyway rein und dann gibt es heute noch zwei weitere Carb-Mahlzeiten, um die Muskeln richtig schön prall zu machen. Na Leute, ich begrüße euch jetzt zum zweiten Tag. Gestern habt ihr schon mal ein bisschen was vom Training mitgekriegt. Jetzt heute Abend machen wir Tanning. Ansonsten standen gestern ja noch Sachen wie Rasieren an, Peeling. Eben vorm Tanning habe ich mich auch noch mal kurz einmal abgeduscht und leicht gepeelt, damit die Haut auch wirklich einmal komplett frei ist, keine Partikel drauf sind und die Farbe gleich vernünftig haften kann. Ja, und mit der Farbe legen wir jetzt dann auch los. Fürs Tanning habe ich mir meinen guten Freund Jakob an die Seite geholt. Er ist sogar gelernter Maler, also perfekt, und hat mich auch beim letzten Wettkampf mit angemalt und dafür gesorgt, dass das Tanning auch wirklich perfekt sitzt und ich richtig vernünftig auf die Bühne komme. Ja,
hat seinen, beziehungsweise hier habe ich ein bisschen Equipment schon aufgebaut. Wir werden heute mal was ausprobieren, mit so einer Sprühflasche zu arbeiten. Ansonsten typischerweise eigentlich immer mit einer kleinen Farbschale und Rolle. Die Rolle werden wir natürlich auch nehmen, aber mal gucken, wie das mit dem Auftragen damit klappt. Schicht Farbe wäre geschafft. Jetzt habe ich mir mal eben ein bisschen was zu essen gemacht. Das ist die vorletzte Mahlzeit. Ein bisschen Chicken, nur so 100 Gramm. Reis in zwei Varianten. Einmal halt, weil es nur so ein bisschen Chicken ist, halt da nur eine kleine Portion Reis. Den Rest habe ich mir dann hier mit Zimt und Apfel gemacht. Das gibt es jetzt gleich als nächstes. Dazu noch meine Supplements, die ich immer vor dem Abend nehme. Das rühre ich mir jetzt noch einmal an. Aktuell gibt es abends nach, beziehungsweise normalerweise zur letzten Mahlzeit, aber dadurch, dass jetzt gleich Trinkstopp ist, jetzt schon mal vorher zur vorletzten Mahlzeit. Einmal Glutamin für den Magen, für die Verdauung. Dann ein bisschen Vitafuse, einfach ein in Anführungsstrichen Gesundheitssupplement, Mischung aus verschiedenen Früchten und so weiter, wo ihr einfach nochmal viel abgedeckt hat, was Inhaltsstoffe anbelangt, auch wieder für die Verdauung, fürs Immunsystem und so weiter, um einfach jetzt fit zu sein für vor dem Wettkampf auch. Dann noch Kreatin, ja, selbst Kreatin, kurz vor der Show, einfach um auch die Muskelfülle zu halten, weil Wasser hält das jetzt nicht wirklich in dem Bereich oder in dem Ausmaße, beziehungsweise sorgt es eher dafür, dass wir das Wasser in der Muskulatur halten können. Zum Abschluss gibt es dann noch ein bisschen Kollagen dazu, damit auch die Sehnenbänder und Gelenke alle geschmiert sind. Das trinke ich jetzt gleich beim Essen und danach machen wir dann die zweite Schicht Farbe. Ich habe gegessen, jetzt direkt machen wir die zweite Schicht Farbe, damit die Jungs dann auch gleich mal nach Hause können. Ich werde danach noch ein bisschen für morgen vorbereiten, Sachen packen, schon mal die Meals zurechtlegen für morgen und den Rest dann morgen früh wirklich zu Ende bringen. Bei der ersten Schichtfarbe haben wir die Knie und Hände und Füße und Gesicht komplett ausgelassen. Bei der zweiten Schicht gehen wir schon mal so ein bisschen an die Stellen ran, aber auch nur leicht ausgewischt, weil das gerne Stellen sind, die einfach noch mal dunkler bzw. mehr Farbe aufnehmen als der Rest durch Hornhaut und so eine Geschichten. Deswegen die im besten Fall immer erst bei den letzten Schichten Farbe. Guten Morgen Leute, heute ist Showday. Gleich geht's los, ab nach Bad Fallingbostel zum NRC Norddeutsche Meisterschaft. Und ich zeige euch mal so, was ich alles für die Show mitnehme. Ich habe hier meine Sachen noch ausgebreitet, gleich alles eben schnell einmal einpacken, ab ins Auto und dann geht's los. Also zuerst hier in der Kühltasche ein bisschen Getränke, für mich für kurz vor der Show dann ein bisschen was zu trinken und ansonsten natürlich für meine Begleitung und so weiter. Dann kommen hier meine Meals. Habe ich alles schon mal vorgepackt, ein paar Bananen, da kommen dann gleich noch, Löffel sollte ich noch einpacken, beziehungsweise, doch, habe ich schon, Salzpacks sind dabei, kommt dann auch erst später rein. Ansonsten Stativ, um zwischendurch Formcheck machen zu können, um sich alles anzuschauen und dann geht es hier auch weiter mit den richtigen Wettkampfsachen so gesehen. Einmal die Bänder, die ich aus dem Gym mitgenommen habe, zum Aufpumpen, dann hier Equipment für die Farbe, Rolle, so eine Schale, keine Ahnung, wie die genau heißen, dann natürlich die Farbe selber, einmal Slips oder wie auch immer man das nennen will, damit die normalen Sachen nicht dreckig werden und man da dann nicht irgendwie komisch nackt stehen muss, Handschuhe für den, der anmalt, Föhn, Kabel, ganz wichtig, Posinghose und Starterlizenz und ansonsten noch ein Bademantel, eine Decke zum Hinschillen und eine Isomatte. Das war's dann eigentlich auch schon. Das packen wir jetzt alles ein und dann geht's ab ins Auto.
Wir sind mittlerweile in Bad Fallingbostel beim Veranstaltungsort angekommen. Athleten-Check-In ist auch schon durch. Hab mich eingewogen, hat alles super entspannt gepasst. Hab mir einen Platz gesucht, Matte hingelegt, schon mal ein paar Sachen hingepackt. Jetzt nochmal eben den Rest aus dem Auto holen. Dann erstmal hinchillen, Füße hochlegen. Später noch eine Runde Tanning und am Nachmittag bin ich dann dran. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll. Die Pause ist jetzt gleich vorbei. Dann geht's los mit den Classic Physik Klassen. Erst die etwas älteren, die 40, dann die etwas kleineren. Da direkt die Ansage: bis 1,75. Ich bin bei über 1,86, bedeutet jetzt ready machen, aufpumpen, bisschen was trinken und dann gleich Abfahrt. Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Und somit Sieger Classic Physik 1 über 1,86 Meter. Frederik Brünes, Startnummer 41. Der Wettkampf ist vorbei. Ich habe den ersten Platz in der Classic Physik gemacht, also richtig geil. Ich freue mich, ich bin glücklich. War ein langer, doch anstrengender Tag. Hat sich auch alles ein bisschen länger gezogen als gedacht. Aber wie gesagt, ich bin glücklich und zufrieden. Jetzt Sachen einpacken, ab nach Hause, durchatmen und was Leckeres essen. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign.